Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Patrizia im Zweispieler-Modus. Heute wieder mit Alexander von den Pretty Old Pixels. Hallo Alexander, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, grüß dich. Hast du die letzte Partie verdaut, bei dem du ja jede Menge Pfeffer verloren hast, weil irgendwelche Aufständigen in Brügge der Auffassung waren, dein Lager angreifen zu müssen? Ich weine dem Ganzen noch hinterher. Aber, naja. Mal sehen, ob es vielleicht die Folge noch eine neue Pfefferlieferung gibt. Dann kann ich den Verlust ja vielleicht wieder ausgleichen. Wir werden mal sehen. Ich habe schon gesehen, du bist gerade in Novgorod angekommen. So ist es. Und, kannst also loslegen. Ich leg auch direkt los. Dann gehen wir mal wieder ins Kontor. Schauen. Ja. Du kannst deinen guten Wein wieder um viel Geld verkaufen. Da beneide ich dich jedes Mal. Ich weiß. Aber ich beneide dich um das dritte Schiff, was du bald haben wirst. Da bin ich nämlich etwas blank. Da muss ich mir noch überlegen, was ich als Antwort mache. Und ich muss mein Schiff auf jeden Fall reparieren. Aber für den Preis mache ich das doch gerne, ne? 10 Tage halt, ne? Gut, Novgorod, das dauert immer länger. Ah, gleich das nächste Schiff. Na, schau. Genau. So, und hier haben wir 22. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ja. So. Oh Quatsch. Erst muss ich gucken, was das Schiff hat. Nix hat es. So. Wo stand denn, wann die nächsten Versteigerungen sind? Ist gar nicht genau. Stand das im Rathaus? Ich dachte, ne? Bringt es was, wenn man hier Gildenmitglied wird eigentlich? Doch, es bringt halt was, wenn du quasi dann Bürgermeister werden willst und dich dann auf die Eldermann-Position sozusagen bewirbst, dann musst du eigentlich in allen Städten in die Gilde eintreten. Okay. Das ist zwar, ja, es wird halt nirgends irgendwie beschrieben, aber es ist so eine Voraussetzung, um eben politisch dann anerkannt zu sein. Das ist ja auch so interessant. Ich weiß nicht, hast du das Handbuch mal, also das originale Handbuch, mal richtig angeschaut und so? Komplett gelesen, das, aber es ist schon wieder 2 Jahre her. Ich fand das damals so interessant, weil sie halt so viele kleine Nebenstorys so historisch noch so erzählt hatten. Und aber wenn man sich das Handbuch mal genauer anschaut, wird eigentlich nichts genau erklärt. Es ist wirklich, also es wird nicht erklärt, die Gehilfen werden zum Beispiel nicht erklärt, was man damit machen muss. Werden diverse andere Dinge werden einfach nicht erklärt. Ja, es ist, man ist so echt vor sie, auf sich alleine gestellt. Ja, das ist man. Das ist ein bisschen doof, ne? Also, weiß nicht, ob das damals... Pfeffer, aber leider zu teuer. Ja, der ist zu teuer. Den kriegst du um den Preis nicht verkauft. Nein, keine Chance. Keine Chance. Das funktioniert nicht. Oh. Ach, bei dir ist, glaube ich, der Mann über Bord gegangen. Stimmt. Eine. Ist es ein Arbeitsunfall eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist das dein arbeitsrechtlich? Hört sich nach Freizeit an, oder? Ich weiß nicht. So. Du bist da bestimmt als Arbeitgeber bestimmt verantwortlich für. Garantiert. Ja, ich denke auch. So, du kommst jetzt auch in Novgorod an. 11 Mann heuern ab. Ich würde mal gucken, was deine Bilge macht. Die ist wahrscheinlich vollgelaufen. Da steht das Wasser kniehoch. Ja. Glaube ich aber. Das waren die 11 armen Schweine, die pumpen mussten. Wahrscheinlich. So nicht. Na, so schlimm ist es gar nicht. Na gut. Nee, ist nicht so schlimm. Hast da echt eine verwöhnte Besatzung. Anscheinend, ja.
Ja, was soll denn passieren? Böses Rom. Na, Glück gehabt. 30. Oktober. Ah, Hamburg wählt. Na gut. Herr Benecke. Aber immer schön kräftig an der Steuerschraube. Ne? Ja, das nimmt gar kein Ende, ja. Ne? Man könnte denken, man ist in der Neuzeit. So. Ein bisschen Pfeffer verkaufen. Ja, und dann war es das, glaube ich, mit dem Pfeffer, ne? Also, die normale Route bestritten mit Wein. Mhm. Hier ja, ich lasse es jetzt mal bei 39. Wenn ich das richtig sehe, haben die ganzen Kneipen separate Namen, ha? Guck mal hier zum Blauen Seebären, dann lass uns mal in den anderen Ort mal gucken, wie die heißen. Mhm. Das könnte durchaus sein, das ist mir auch noch nicht so. Habe ich auch bewusst noch nicht drauf geschaut. Es ist mir gerade aufgefallen, aber vielleicht ist es auch nur eine Ahnung. Oh, Piraten vor Bremen. Oh, und guck mal hier, einen Tag später bin ich angekommen. Lange Zeit, ja. Naja. Und ich habe da ja keine Waffen oder sowas drauf. Ja, ich weiß nicht. Du hast viel Geld auf deinem Schiff. Also es lohnt sich, das Schiff zu überfallen. Das stimmt und das ist ein guter Hinweis. Mhm. Gleich mal ordentlich was reinpacken in Kontor. Richtig. Das lohnt sich nämlich auch. Mhm. Das lohnt sich auch. Ja, mit Lagervermietung kann man einen Haufen Geld machen im Spiel, ne? Ja. Also wenn man da ordentlich Lagereinheiten kauft oder baut. Was macht man eigentlich mit den Gehilfen? Also du hast zu Recht schon bemerkt oder angemerkt, dass in der Anleitung nicht sehr viel drinsteht. Also bei Patricia 2 konnte ich ja dann Betriebe aufbauen. Mhm. Also ich habe es selber auch nicht weiter verfolgt, aber es ist halt so, du kannst Gehilfen einstellen und wenn du dann im Lager gewisse Rohstoffe hast, dann werden aus den Rohstoffen eben andere Güter gemacht. Also, aber welche? Bin mir jetzt nicht sicher. Also ich glaube, Getreide wird irgendwie zu Bier und irgendwas anderes gibt's glaube ich auch noch. Roheisen irgendwie oder so. Mhm. Also man muss es irgendwie ein bisschen ausprobieren. Also du könntest es jetzt auch einfach mal ausprobieren. Ja, habe ich jetzt. Ich habe 10 Getreide ins Lager getan und habe jetzt zwei Gehilfen eingestellt. Ich sehe aber gerade auch, ich habe scheinbar... Warum habe ich denn hier noch 3 Wein? Mitnehmen und verkaufen. Richtig. So. Und wir kaufen. Preis geht so, aber ist immer noch okay. Und wir nehmen einmal... ich habe hier eins zu viel. Das ist egal, oder? Der eine tut dir nicht weh. Na, jetzt habe ich es verkauft. So, und 15 Bier. Ich fahre mal nach Riga, mal was anderes. Genau. Wollte ich jetzt sicherlich nicht. Bin ich irgendwie geleitet worden? Naja, gut. Okay, ich werde es jetzt einfach verkaufen. Mhm. Ups, ich möchte.
möchte mir ja den Wein kaufen da unten. Dann geht's wieder mal nach Novgorod. $300 fast verdient an Miete. Ist ja gut, dass sie das halt direkt automatisch dann auch machen, ne? Ja. Und, dass sie das Lager, dass du dich da nicht noch irgendwie kümmern musst. Offen. Oh, ich bin in Bremen. Das war ganz gut. Aber auch hier werde ich mal ein bisschen Geld transferieren. Ja, das solltest du tun. Da hat er schon schönes Sümmchen angehäuft. Habe ich hier nicht zwei Gehilfen angestellt? War das hier? In Bremen. Da habe ich doch auch das Getreide im Kontor. Bestätigt vielleicht. Vielleicht. Okay. Ist das zu wenig? Dann nehme ich mal 3. So, dann gucken wir mal. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Also ich habe... Oh, guck hier, die Lohnkosten. 90 Lohnkosten. Taler. Mhm, für die Gehilfen. Ist das täglich dann, oder? Das hoffe ich mal nicht. Weiß man nicht. Ich kaufe aber noch ein bisschen mehr Getreide. Ja. Nee. So. Viel. Okay, so, dann Moment, unser Schiff, in was für einem Zustand ist es? Bester Zustand. Das hört sich doch gut an. Wir haben auch noch gar keine Belagerung gesehen. Wundert mich auch. Bisher haben wir Glück gehabt, ja. Also da hätte ich jetzt auch gedacht. Na gut, Wispy ist auch okay. Ah, die Flottenoperation. Es sind aber nicht viele zurückgekehrt. Wollte ich gerade sagen. Zum Glück waren wir nicht dabei. Gott sei Dank. Wir müssen ja auch nicht bei jedem Mist mitmachen, ne? Nee. Also wir stellen uns auch gern mal hinten an. Richtig. 10. Lübeck. Oh Gott. Ich bin eigentlich meine Bulldog unterwegs. Länger nicht mehr gesehen. Da! Oh, dein Schiff. Die C-Möwe. Wie schön. Neues Schiff. Zack. Wo ist er? End of God. Das heißt, wir müssen Kredit aufnehmen. Noch mit. Pilze. Auch, glaube ich. Mhm. 20. Ja, drittes Schiff am Start. Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich jetzt ein bisschen ins Hintertreffen gelangt jetzt. Aber auch nur durch die Heirat, ne? Also. Vielleicht kommt ja die Pest, dann kannst du nochmal heiraten und vielleicht dann
Genau. Schifferswitwe, die Angeln. Obwohl ich sagen muss, ich hatte es selten, dass ich wirklich dann auch die Pest in meiner Heimatstadt hatte und dann auch die Frau dann gestorben. Oh! Schau, in Visby. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das war ja jetzt eine feine Sache. Das war cool, dass ich da jetzt nichts brauchte. Ja. Angenehm überrascht. Ist ja toll gewesen. Und der Preis war auch hier gut. Mit 748 vom Wein. Also, da brauchte ich gar nicht nach Novgorod. Das Problem ist jetzt nur, was kaufe ich hier? Oh, Wolle glaube, vielleicht können. Wolle kannst du kaufen. Pech? Peter. 50? Pech. Eins von den dreien. Mhm. Honig geht auch. Honig ist ja bekannt dafür. Aber ich glaube, die kann ich nur für 220 verkaufen. Ja, so in der Kante, ja. Also Wolle machst du sicherlich einen ganz guten Schnitt ja. bei. Ja. Kannst du meistens so 110, 120 verkaufen. Ja. Okay. Ich fahre halt deshalb immer gerne in meinen Heimatort zurück, weil wenn du Patricia 2 spielst, ist ja wesentlich für den Erfolg ist, dass du da sehr gute Handelsbeziehungen hast, ne? Ja. Aber das ist ja bei Patricia 1 nicht der Fall. Nee, nicht wirklich. So. Also du kannst zwar dieses, was wir ja ganz am Anfang da mal hatten, mit diesem, dass du der wichtigste Händler bist in der Stadt, aber das hat eigentlich auch ja nur unwesentliche Auswirkungen. Mhm. Also wenn überhaupt, dann natürlich in Bezug auf die Wahl oder so, ne? Ja, ja. So, ja, das hat sich hier tatsächlich gelohnt. In beiden Fällen. Schnitt gemacht, ja. 45 Gewinn beim Pech und 60 bei der Wolle. So, was kriegen wir hier? Geschirr. Ja, Geschirr ist gut. So. Oh, das Wasser wird brackrig. Das aber auch. Heiligabend. Ja. Frohe Weihnachten. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe hier wirklich nicht so arg viel Geld im Konto, ne? Also. Also weitaus. Du hast halt die 38 Pfeffer verloren. Die hast du ja bezahlt. Ja, das stimmt, ja. Und das waren, wie viel war der Preis? Bei 200 irgendwas, ne? Nicht genau. Ja. Kleiner Verlust, ja. Außerdem hast du Schiffe bewaffnet. Das habe ich auch noch nicht. Also ich riskiere momentan alles. So, mit der Seemühle. Muss ich mal überlegen, was ich damit anfangen möchte. Steigerung in Tönsberg. Oh, da sind ja doch einige am Start. Mhm. Sehr gut. Und ich habe genug Geld. Ja, ich nicht.
habe ja gerade sogar noch was aus dem Konto geholt. Mhm. So, Seelenverkäufer 32 Last. Wir gucken mal. Wenn ich den reparieren lasse, was meinst du? Wie viel habe ich dann noch? Was war die Kapazität? 32 bei einer Kogge. Seelenverkäufer. Nicht Seelenverkäufer ist, glaube ich, 2 oder 3, ne? Mhm. Also bist du unter 30 wahrscheinlich. Aber dafür ist er eigentlich schon zu teuer jetzt. Ja, ja. Deshalb, ich werde hier nicht zuschlagen bei der Kogge. Ja. Ich hätte lieber schnellere, kleinere Schiffe. So, was kommt als nächstes? Volk. Ui. Der lohnt sich auch nicht. Auch nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Schwer beschädigt. Oh, aber guck mal, wie der Preis hier hochgeht. Die Hand, die überbieten sich ja immer. Es gibt ja hier im Patrizia 1 gibt es ja auch so einen Überlauf, ne? Mhm. Also ich glaube, es werden maximal 200 Schiffe werden, glaube ich, maximal. Ah. Also sind hier handelbar. Irgendwann kannst du auch keine Schiffe mehr kaufen und du kannst auch keine Schiffe mehr bei der Versteigerung bekommen, es sei denn, sie werden halt eben angeboten und so. Mhm. Möchtest du hier mitbieten? Hast du es angeschaut? Ja. Ja. Ich warte jetzt nur auf den richtigen Zeitpunkt. Okay. Weißt du, bist hier der Experte für Dinge zu ersteigern. Ja, es macht ja keinen Sinn, jetzt mitzusteigern, sondern erst, wenn zum 1.2. ausgerufen wird. Also wenn man weiß, es nähert sich langsam dem Ende. Hm. Sie sind schon immer sehr eifrig dabei, die Jungs hier. Mhm. Jetzt noch weiter. Aber gut, ich möchte gerne ein Schiff haben. Das heißt, da werde ich ja zuschlagen. Die lassen dich nicht. Nee. Ach Gott, Leute, irgendwann ist auf Schluss. Ich weiß, das ist zu teuer. Aber ich hätte es dann sofort, ne? Richtig, ja. Vielleicht der Walpott mit ein. Der war ja schon lang draußen. Hat er eben schon gar nicht mehr mitgeboten. War noch ein 40-Schiff da, oder? Komm, einen mache ich noch, aber das bleibt dann. 35.000 ist meine Maximalgrenze. Ja, ich bin raus. Ist ja Quatsch, oder? Ich meine, ja. So ein Kreia kostet 10, wenn ich den bauen lasse. Ja, ja, ist richtig. Wenn du ihn bauen lässt, halt nicht gleich, aber zahlst halt nur ein Drittel oder so. Ja. So, was gibt's noch? Eine Schnicke, Seeklar. Die hätte zumindest die 19 auch behalten dann, ne? Ja. Mal gucken, wie weit das geht. Hm.
Auch langsam zu teuer. Nee. Lohnt sich eigentlich nicht wirklich, ne? Nee, lohnt sich nicht. Also über 20.000 gesponnen. Das wird sicherlich über 20 gehen. Wir sind noch nicht mal bald zum ersten, zum zweiten. Ja. Möchtest du noch, oder? Ja, jetzt bin ich raus. Oder? Okay. Ah. Eins noch? Eins noch? Ach Gott. Nee. Okay, dann gebe ich lieber Bauaufträge jetzt. Ja. Weil... Für den Preis kann ich zwei Schiffe in Auftrag geben jetzt. Mhm. Ja, du hattest ja eh jetzt schon ziemliches Glück da in Visby, ne? Also das war ja... Ja, das war super. Wirklich super. Schönes Fest in Danzig. Es ja. geht wieder los. 16, 86, 16. Wieder der Wullenbeaver, ja. Hoho. Schön erhöht. So. Und das war's. Dann gucken wir mal, was das Schiff macht. Das ist so ein bisschen unkomfortabel, dass man halt hier drei Klicks drücken muss, um hier hinzukommen. Es wäre besser gewesen, wenn sie den hier platziert hätten. Oder dass man hier, wenn man hier drauf drückt, den Zustand des Schiffes angezeigt bekommt. Ja. So. Ja, 5.000 Taler, guck dir das mal an. Ja, das ist ein Drittel oder so, oder? Ein Viertel. So. Ja, aber diese Usability-Funktion, das hat man halt noch nicht so gehabt, ne? Mhm, das stimmt. Also, das vermisst man ja teilweise heute noch in Spielen und so, wo du denkst, so, das ist eigentlich das ist logisch, das könnte man doch irgendwie so oder so machen. Aber, ja. So. Gekauft. Ja, Entschuldigung, verklickt. Dahin wollte ich. Ja, ich werde auch noch mal überlegen, glaube ich, irgendwie eins in Auftrag geben. Mhm. Hier wieder mal am Start rein. Ich glaube, du wolltest aber eigentlich nach Novgorod fahren. Kleinen Abstecher gemacht. Tja. Ja, mit der weiß ich jetzt auch nicht so genau, was der jetzt eigentlich mache. Der mal Richtung Brücke. Was passiert jetzt? Ah, Bremen. Schau. Oh, zwei Stimmen habe ich jetzt. Zwei Stimmen. Mein Gott. Ja. Ja, phänomenal. Unglaublich. Anzahl der Stimmen verdoppelt. Ja, 100%. Ja. Was für eine Quote. Ja. Schau. Ich wollte gerade fragen, habe ich nur Geschirr mitgebracht?
So, 31. Ja. Wieder seeklar. Mhm. Aber erst gebe ich hier ein Schiff in Auftrag. Nee, da noch nicht. Feier. Den finde ich eigentlich ganz gut. Zu teuer. Zu teuer. Ja, das können wir machen. Ach, verklickt. Mist. So. 15 Tage. Warum ist das Schiff seeklar? Schon ist die Länge die doppelte. Oh ne, das verkaufe ich hier nicht. Vergiss es. Pilze. Glück hast du nur einmal, oder? Ja. 7 Last fehlen. 7 Last Geschirr. Ich angehen hier. Auf nach Hause. Genau. So. Bulldog. Ein bisschen Geld untergeben. Den Wein. Halten. Ich wollte ja eigentlich sowieso noch Novgorod damit fahren. Geld abliefern. Weg oder so. Hier ist Wein halt echt noch günstig, ne? Also momentan so Hamburg mit Wein. Nicht schlecht. Eigentlich ein gutes Geschäft, was man da machen kann. Wein nach Novgorod, Pelz ein bisschen zurück. Das ist eine sichere Sache. Es geht weiter. Ganz entspannt. Momentan sind ja auch Pelze noch in ausreichender Menge vorhanden. Das nimmt ab hinterher, ne? Es gibt anscheinend, ich habe es bis heute nicht ganz kapiert. Es gibt so Indikatoren anscheinend, wo man das so ein bisschen steuern kann. Also je nachdem, wie der Status der Stadt eben ist und wie viele Einwohner die Stadt hat. Also wenn eine Stadt halt zum Beispiel wenig Einwohner hat, ist aber eine sehr reiche oder eine prunkvolle Stadt, dann wird sie nicht mehr so viel produzieren. Weil sie nicht mehr so viel braucht. Wenn die Stadt aber wächst, viele Einwohner hat, dann produziert sie anscheinend auch wieder. Also richtig verifizieren konnte ich es leider nicht. Ja. Ich hatte es nur gelesen, weil man kann zum Beispiel so einen Trick anwenden, dass man halt einen Konvoi zusammenstellt. Fährt halt in irgendeine Stadt, mit der man jetzt nicht Handel treibt und lädt da quasi moderner Sklavenhandel, lädt da halt das Schiff voll mit Menschen. Okay. Und fährt die dann in zum Beispiel deine Heimatstadt oder eine andere Stadt, mit der du halt viel Handel treiben willst und wo du halt irgendwie Luxusgüter oder sowas, Wein und Pelze und so kaufen und verkaufen willst und lädst die Leute halt dann da ab, dass die Bevölkerung eben da steigt. Wenn sie da steigt, dann produzieren sie auch halt wieder mehr. Ich habe es aber jetzt nicht ausprobiert. Also weiß nicht genau, ob es wirklich, funktioniert. Ja. Hast du eigentlich in Bremen mal geschaut, ob deine Leute irgendwas produziert haben? Nee, habe ich nicht dran gedacht. Getreide. Ja.
Wenn nicht, schmeiß ich sie raus. So. Pech kaufen. Es ist schade auch nicht, dass es so eine Funktion Zwischenstand gibt. Wo man mit einem Klick einfach sieht, wo hat man Erfolg, wie viel Geld hat man. Insgesamt, so muss man zusammenrechnen, ne? Was für Geld hast du bei deinen Schiffen in der Kasse, was hast du am Konto liegen? Ja. Welche Vermögenswerte hast du sonst? Ja, das war zu der Zeit anscheinend noch nicht irgendwie auf der To-Do-Liste. Ja, ja. Hat man halt einfach irgendwie gedacht, das wird schon reichen für die Spieler. Ja. Kurz zum Stadtschreiber gehen und alles ausdrucken. Ich weiß, ich hatte damals einen Nadeldrucker noch. Und hatte... Wir hatten dann halt auch ich habe mit einem Freund zusammen gespielt und haben dann auch ausgedruckt immer. Konnte man halt sehen, okay, so viel Vermögen, so viel Schiffe und der Gegner hat so viel Vermögen und so viel Schiffe. Ja. War schon, damals war das toll. Also dachte ich, wow, ist das super, okay, habe ich jetzt hier irgendwie eine Übersicht und so. War schon gut. Hey, home is my castle, ja. Genau. Witzig. Ich weiß gar nicht, warum sie das eigentlich nur minden. Ich weiß es auch nicht. Güterst du das aber minden? Aber vielleicht war Minder Hansestadt? Ja, kann vielleicht sein. Köln war ja eine. Köln war eine, ja. Minden müsste man mal und nachschauen. Und ich glaube Detmold auch. Wüsste es jetzt nicht akut. Nee, ich auch nicht. Und ich weiß halt noch, wir haben dann früher, haben wir halt dann so ein bisschen mit rumgespielt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel hier auf den Markt gehst, dann oder in die Kneipe, hörst du ja so teilweise so Stimmen und sowas. Ne? Ja, ja. Und wir haben dann, weiß ich damals noch, mit einem Mikrofon haben wir dann unsere eigenen Sounds dann erstellt und haben die dann in das Patrizierspiel halt reingebaut. Also konnte man halt irgendwie, da gibt es diese VOC-Dateien, das sind diese Musikdateien, die konnte man halt einfach ersetzen. Und dann konntest du deine eigenen Stimmen da drin haben. Das haben wir dann halt auch aus Spaß gemacht. Das war dann irgendwie auch ganz witzig. Also das Spiel an euren Bedürfnissen angepasst. Ja, so quasi so ein bisschen mit Mundart halt, ne? Jetzt gerade in Bremen? Ich habe meinen in London gekauft, weil der Preis hier nicht in Ordnung war. Und jetzt ist der Preis in Ordnung. Hast du irgendwas im Lager? Schau doch mal, ob du irgendwas produziert hast. Sehr guter Punkt. Wir haben zwei Bier hergestellt. Ja. Ich lasse sie mal weiter vorstellen. Teuer. Machen wir noch nicht. Wir sind noch in der Aufbauphase. Gut. Auf nach Visby. Du hast deine 31er-Regel missachtet. Ja, ich habe es gerade selber gesehen, aber der Preis war erstaunlicherweise trotzdem hoch. Ja, ja. Pelz und Wolle war ja, glaube ich.
Man kann dich gerade schwer hören. Man kann mich schwer hören? Ja, es passiert hier nur wieder, dass der Ton runtergeht. Nicht die Musik, aber deine Stimme. Jetzt höre ich dich wieder wunderbar. So, Wahl des Bürgermeisters. Ja, eindeutig, oder? Ja, der Herr Kornbruck. Ja, ne? Ich habe noch nicht mal eine Stimme, ja. Also ich bin... Du hast die falsche Witwe geheiratet. Ja, ich bin überhaupt nicht existent. Ja, ich auch nicht, aber zwei Stimmen. Wahrscheinlich aber meine und die von meiner Frau. Wahrscheinlich, ja. Genau. Zustand. Lübeck. Ah, könnte man mal hier Geschirr mitnehmen. Oh oh. Feenfeuer, nicht gut. Nur ein böses Omen. Sehr gut. Alles gut. Pelze. Mhm. Die wollte ich hier aber nicht haben. Hm? Nee. Kann man bei dir Pelze verkaufen in Bremen? Ja. War ich schon die ganze Zeit. Hin. Ja. Fahr ich da mal hin. Zwischen 600 und 700. Kann man wahrscheinlich irgendwo besser verkaufen, aber dann habe ich noch weitere Wege, wenn ich es bis nach London bringe. Ja. Ja, ist eigentlich ganz okay. Aber es haben 3 Leute abgeheuert. 3? Oh. Also, da bin ich wohl nur noch Seeklar, oder? Ja, Seeklar. Das ist zu viel. Mhm. Ja, 528 sind okay. 10 Tage, ja. So. Bin ich hier leer gefahren? Nein, ich hatte Bier genommen. Du siehst, ich habe hier auch die Regel missachtet. Ja. Ah, verdammt. Ich wollte Wein kaufen. In Brügge. Keine gute Idee. Ist gerade ausverkauft, anscheinend. Mhm. Ja, manchmal irgendwie versteht man es dann auch nicht so genau. Da war irgendwie vor ein paar Tage vorher war noch total viel da und jetzt ist alles weg. Ja, jetzt ist alles weg. So, aber hier sieht es besser aus. Wunderbar. Vorhanden, ja. Ja. Du kannst sogar Salz verkaufen. Mhm. Sie haben keine Das war Zahlen. Gut. Das war jetzt gut. Aber die Marge ist besser, wenn ich das hier mache. Mhm, auf jeden Fall. Moment, habe ich hier noch... Ich dachte, ich hätte Salz schon verkauft. Entschuldigung. So. Es ist schon spät. Also. Ist es. Was mache ich? Ach, ja. Ich tippe... wieder auf meinen Numblock rum und das funktioniert ja nicht. So, jetzt. Hat er's. Jetzt hat er's. Hat er's? Er hat's. Er hat's. Auf dahin. So. Bin ich mal gespannt, wie der Weinpreis ist. Nee. Er hat vorher einen ausverkauft. Ja. Anscheinend. Ja. Wir fahren weiter. So. Meine Heimatstadt. Ist denn jetzt hier nichts dabei? Ah, ich glaube, ich habe repariert. Ich hatte repariert. Ah, okay. Und habe das Einladen vergessen. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Ah, deshalb hatte ich auch mal nichts. Okay, ich sollte vielleicht mal in Novgorod mal im Lager nachschauen. Mhm, das
Sehr guter Punkt. Würde eventuell helfen, ja. So, ich verkaufe mal hier mein Geschirr. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich Lagergebühr habe zahlen müssen. Aber klar, in Novgorod habe ich ja selber ein Lager aufgebaut. Mhm. Der geht. Sehr schön. Ja. Den werde ich mir mal gönnen. Aber hinten anstellen, gell? Ja, ich bin dann weit nach dir. Vielleicht sogar noch einer zwischendrin. Vielleicht im nächsten Jahrtausend. Ja. Aber ich sehe, wir sind auch wieder in der Zeit, ne? Ui, tatsächlich. Wir sind wieder in der Zeit. Wir sind in der Zeit. Dann lass mich noch einmal in Novgorod ankommen. Ich will gucken, ob im Lager noch was bitte. Ist. Aber selbstverständlich. Dankeschön. Ja, ich habe aber nichts im Lager. Okay. Ich dachte, ich hätte was, aber dann halt nicht. Dann kaufe ich hier meinen Wein und kaufe noch ein bisschen Bier. Preis ist gut, 373. Ja. Und fahr. So, dann gucken wir noch mal. Genau. Dann ist es an dir. Die letzte Handlung vorzunehmen, jawohl. Gut, siehst du, das hat hier, ja. Ja. Es macht keinen Sinn, woanders die Sachen zu verkaufen. So. Hast du was dabei gehabt? Nee. Wir gucken mal. Nee, auch nicht. Ja, Andreas. Ja, mein Lieber. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle mal die Folge. Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute Abend, muss ich sagen. Ich fand mir das auch. Eine tolle Idee. Und ich hoffe natürlich, dass es den Zuseherinnen und Zusehern auch gefallen hat. Und dass ihr beim Zusehen mindestens genauso viel Spaß habt, wie wir es heute Abend hatten. Und ich würde sagen, Wir beschließen das Ganze. So ist es. Also, Andreas, vielen lieben Dank. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde vorschlagen, dass wir mal den Spielstand speichern und uns dann mal anschauen, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die letzten 4 Folgen gefunden haben. Und wenn wir eine positive Resonanz haben, dann können wir ja weiterspielen und das aufnehmen. Und wenn wir keine positive Resonanz haben, können wir trotzdem weiterspielen. So ist es, mein Lieber, so ist es. Das ja, ist dann ganz sollen die anderen weggucken, ja? Wir machen auf jeden Fall weiter, ja? Genau, bis zum bitteren Ende, bis wir pleite sind oder Eldermann. So ist es, das hört sich nach einem Plan an. Lass es uns so machen. In diesem Sinne würde ich mich dann verabschieden und wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.